Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt auf meinem Kanal. Und zwar habe ich diesmal mir Path of Exile vorgenommen, weil das neue Add-on, die neue Erweiterung raus ist, The Fall of Orieth. Und ja, irgendwie kommt man dann halt doch wieder dazu, das zu spielen. Ich habe es vor Jahren schon angefangen, als es relativ neu war, und bin da nicht so recht warm mit geworden. Vor allem dieser überwältigende passive Skilltree hat mich irgendwie schnell ja, ein bisschen überfordert. Und dann war ja auch Diablo 3 und überhaupt. Und ja, ich habe es dann einfach beiseite geschoben. Also das war hier mein Shadow, den habe ich, das ist hier diese Klasse, das ist der Metzelschnetzel-Meuchelmörder. Der ist auch darum irgendwie hier auf dieser Standard-League. Ich habe keine Ahnung übrigens, was das ist. Und habe mir dann jetzt einfach nochmal einen neuen Charakter gemacht. Hat auch nur ungefähr 20 Minuten gebracht, bis ich einen Namen hatte, der noch nicht verwendet wurde. Also wenn ihr das spielen wollt, bringt ein bisschen Zeit mit, wenn ihr einen Charakter haben möchtet, der einen Namen hat, der nicht aus Buchstaben, Zahlen, Kombinationen oder irgendwelchen blöden Groß-Kleinschreibungen oder eben halt einfach grottigen Namen besteht. So. Das Spiel ist übrigens nicht auf Deutsch verfügbar. Einer der Gründe, weshalb ich hiervon kein Let's Play machen würde, weil mir das einfach zu anstrengend wäre. Ich müsste alles übersetzen und ja, habe ich dann nicht so unbedingt die Lust zu. Ich hoffe, dass es mit dem Sound jetzt stimmt. Ich habe mit diesem Spiel ein bisschen Probleme gehabt. Ich habe eben schon mal ein bisschen angetestet, da sind mir die Ohren weggeflogen. Dann habe ich in ein paar Testaufnahmen gemacht, da war dann plötzlich kein Ingame-Sound mehr im File, bevor ich es im Bearbeitungsprogramm aufgerufen habe. Und ich weiß auch nicht, war ein bisschen merkwürdig. Ich habe jetzt hoffentlich eine Soundeinstellung, die einigermaßen geht. Es kann sein, dass es etwas leiser ist, aber lieber den Ingame-Sound etwas leiser, als dass einem die Ohren wegfliegen. Das hatte ich ja neulich in Factorio schon. Ich bin hier gerade mitten in einer Questreihe zugange und steige da einfach mal ein, weil zum einen dauert es ja wirklich ewig, einen neuen Charakter zu erstellen. Und zum anderen erklärt man manche Sachen im Spiel besser, wenn sie denn dann schon freigeschaltet sind und nicht, ja, da können wir das und das und das machen, wenn wir denn dann so weit sind. Finde ich immer ein bisschen blöd. Wir müssen jetzt einfach hier dieses Gefängnis erkunden. Von der Karte sehen wir im Augenblick noch nicht so wahnsinnig viel. Und was ich spiele hier, ist eine Witch, die ein paar nette Fähigkeiten hat, beziehungsweise ich habe mich für diese Fähigkeiten entschieden. Unter anderem kann ich Zombies beschwören, kann Feuerbälle schmeißen, kann auch so direkt Magieschaden mit meinem Wand machen. Oh, Nekromant, der Untote beschwört. Den müssen wir ganz schnell runterkloppen, damit er keinen neuen Gegner beschwört. Es sei denn, wir wollen in einem einzigen Raum drei Level machen. Ja, sollte man immer beiseite räumen, so Dinge. Okay, ja, dann haben wir ja jetzt gerade hier mal so ein bisschen was gesehen. Und zwar zum einen, meine Fähigkeiten sind hier. Und sie verbergen sich in diesem Spiel. Oh Gott! Sie verbergen sich in diesem Spiel in... Ach, ich habe das Inventar offen. Sie verbinden... langsam. Sie verbergen sich in diesem Spiel in folgendem. In den Runen, die wir in Gegenstände reinsetzen. Und wir können das auch unterwegs ändern. Also man ist hier sehr frei darin, das Skillsystem für sich optimal einzustellen. Moment, ich muss gerade kurz... so. Also wir haben hier so Dinge, die müssen wir identifizieren. Das funktioniert wie in Spielen wie Diablo und ähnlichem auch. Wir müssen mit einer Rolle, die wir dabei haben, draufklicken. Wir sehen hier so Grundstats und außerdem sieht man hier überall diese Slots für Runen. Ein Wand. Ein neuer Wand. Okay. Oh. Den Ring habe ich nicht. Den Ring habe ich nicht. Sie 25 Maximum Mana. Was macht der denn noch?
plus 5 Maximum Life. Aber Mana ist eigentlich wichtiger. Wir haben jetzt mittlerweile Mana von 252, Leben 201 und Shield ist 93. Shield könnte ein bisschen besser sein. Wenn er Shield hätte, würde ich mich vielleicht noch überreden lassen. Ja, wir sind mit... man kann natürlich auch mit dem Stab kämpfen. Oder einem Mace oder was weiß ich. Aber wir sind eine Klasse, die jetzt nicht gerade sich durch körperliche Stärke auszeichnet. Deswegen eher Fernkampf. Also man kann... Alle diese Fähigkeiten sind über Runen freigeschaltet, die man hier einsetzt in Slots. Und diese Runen leveln. Und immer wenn ein Level neu ist, dann... Ne, es wird hier angezeigt, dann können wir einen neuen Level. Dann erhöhen sich Schaden und... irgendwelche anderen Begleitdinge und es sind passive Fähigkeiten, es sind aktive Fähigkeiten, also es ist eine ganze Menge. Und dann gibt es noch den besagten Skill Tree, der für die passiven Skills ist. Ich habe mich jetzt hier, also man startet immer an einem bestimmten Punkt. Ich bin, wenn ich mich recht erinnere, zum Beispiel mit meinem Shadow hier unten gestartet und hatte hier dann... Ja, Dex und Magie. Und mit ihr habe ich halt nur Magie. Also ich habe auch hier einen Grundwert von 14 in Stärke und in Dex. Dafür aber einen höheren Magiewert gehabt. Also Intelligenzwert gehabt. Und ich habe mir jetzt das angeschaut und habe mich entschieden, ich möchte erstmal als oberstes Ziel hier zu Lord of the Dead kommen mit ihr. Möchte aber auch hier diese Dinge noch freischalten. Also wir haben im Augenblick erhöhtes Mana und erhöhten Energieschild und erhöhte Intelligenz, die sich dann wieder auf erhöhte Mana auswirkt. Und ich möchte halt das hier wegen erhöhter Lebensenergie und wieder erhöhte Mana und auch wegen Stärke- und Dex-Erhöhung hin. Damit wir Gegenstände tragen können, die vielleicht im Augenblick nicht nutzbar sind. Also manche von den Runen sind für mich nicht nutzbar, weil ich nicht genug Dex oder genug Stärke habe. Also Totem-Sachen sind da zum Teil bei. Also wenn ich jetzt in die Schamanenrichtung mich weiterentwickeln wollte. Ja. Es gibt den elementaren Overlord. Okay. Also hier sind Massen von Dingen, zu denen wir uns noch... ja, ich möchte erstmal Lord of the Dead machen. Da gibt es dann noch so verschiedene andere Dinge. Also es ist wahnsinnig groß. Und alles ist miteinander verbunden, alles ist miteinander verbindbar. Wir könnten rein theoretisch also hier, keine Ahnung, was für ein Netz unglaublich. Ja, ein Netz aus Fähigkeiten spinnen. Aber erstmal im kleinen Rahmen bleiben, ne? Das ist, ja, wir haben hier im Menü auch unseren Charakter. Da können wir das hier halt nochmal auch ans anschauen mit der Dex und der Stärke. Unsere Fähigkeiten. Schadenspunkte. Na, wen es interessiert. Wir sehen unseren Level. Gesamtlebenspunkte, Mana und Energieschild. Alles klar. Dann gibt es hier eine World Screen, heißt das Ganze. Da können wir im Endeffekt aufrufen, auf welcher Quest wir gerade sind. Wir sind jetzt gerade auf der Quest The Caged Brute. Und wir müssen halt hier in dem Gefängnis diesen Brutus, den Wächter, platt machen. Was ist das denn? Earn a personal hideout, help a master with missions until they reach level 3. Ah, okay, ja. Gut. Und es ist halt, ja, es gibt vielleicht auch noch einen Unterschied zu Spielen wie Diablo oder so. Es gibt hier Tränke, die fest in den Slots sind und die sich wieder auffüllen, während wir kämpfen. Irgendwann sind die natürlich auch mal leer, wenn wir zu viele davon auf einmal verbraten, aber in der Regel füllen die sich in einem Kampf eigentlich wieder auf. Und man fängt natürlich mit kleinen an, aber ich habe die großen schon, also einen habe ich mir gekauft, eine Mana-Flasche, und die restlichen habe ich alle gefunden. Das ist eigentlich ganz schön. Ah, Level up. Das war ja jetzt nett. Okay, dann kann ich euch das gleich zeigen, wie das funktioniert. Also wir haben hier jetzt einen Punkt und den kann ich hier rübersetzen und ich möchte ja hier in die Gegend, ne, habe ich ja schon gesagt. Und ich möchte vor allen Dingen als erstes hier unten hin.
Darum werde ich das hier auswählen. Ich möchte vor allem nicht mehr so schnell unterbrochen werden beim Casten. Das ist mir nämlich jetzt auch schon ein paar Mal passiert. Und dann haben wir eben nochmal diese Erhöhung und auch Dex und Stärke beim nächsten Level hoffentlich. Man bekommt Skillpunkte für Level... Was ist das? Ach, in so the court eins. Of the goddess, every man and woman is deemed worthy of redemption. Though you might be shackled by the tribulations of the past, the trials ahead offer you both freedom and glory. The future is yours, if you're bold enough to reach out for it. Ja, das sind so verschiedene Trials, die man machen kann. Muss man nicht, aber kann man machen. Habe ich mit meinem anderen Charakter jetzt auch schon mal angefangen. Machen wir einmal gerade hier. Da muss man hier so durch. Ja, die werden jetzt drauf gehen. hier weiß ich schon, was ich machen muss. Darum düse ich da einmal schnell hier hin. Mit dem Hebel machen wir nämlich eine Tür da auf. Mehr nicht. Hier kommt man auch nicht durch. Bis ich das kapiert hatte, da bin ich zwei oder dreimal gestorben. Tatsächlich. Ja, das wandert hier immer einmal durch. Also das sind jetzt nicht so richtige Rätsel, die einen vor unlösbare Dinge stellen. Aber man muss es halt kapiert haben. Dann geht das eigentlich ganz gut. Jetzt muss man hier gleich wieder raus. Ich warte dann noch einmal, bis es durch ist. Dann geht es hier lang. Und dann kommt hier halt nochmal was mit Fallen. Und dann kam auch noch ein Kampf. Also hier nach kamen Fallen und ein Kampf. Ja. Wow. Shit, 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 shit. Oh, shit, shit, shit. Hier kam ich auch nicht durch mit ihr. Also mit meinem anderen Charakter hatte ich das Glück, dass ich eine Fähigkeit hatte, mit der ich mich so ein bisschen portieren konnte. Ne? Teleportieren und so weiter. Aber, ja. Ich brauche, glaube ich, ein bisschen mehr Mana, ein bisschen mehr Health. Ich hau einfach alles an Fähigkeiten raus, was ich habe. Das mache ich bei sowas immer. Das ist bei mir immer total wildes Rumgeklicke. Much clutter. Oh ja. Yeah. Weil es im Endeffekt total egal ist. Ich meine, es ist, ja, ich möchte gerne... vielleicht wäre hier ja sogar eine nette Robe zum Anziehen. Also... ich hatte jetzt schon ein paar Mal nette Sachen gefunden. Plus 15 Maximum Mana. Nehmen wir mal. Das andere hat zwar Maximum Life, aber das ist jetzt... also da habe ich lieber nochmal erhöhtes Mana, muss ich sagen, bei diesem Charakter. Schön fände ich... was ist das? Die kann man nicht benutzen. Was sehr schade ist. Große Zepter. So graue Gegenstände, die schmeiße ich dann auch schon mal gerne runter. Und lasse sie dann mal liegen erst. Okay, der Bogen ist zu groß. Ich glaube, das kriegen wir nicht mit, oder? Kriegen wir den Bogen jetzt mit? Ah ja, doch. Jetzt passt er. Gott sei Dank. Ich hätte ihn ungern liegen lassen. Es gibt noch einen Saphirring. Gucken wir mal. 26 Kälteresistenz ist nicht schlecht. Ich könnte jetzt gucken, dass ich den ganzen Kram auch nochmal mitnehme, indem ich eine Portal Scroll mache. Dann kann ich mich alles einmal verkaufen. Also das ist hier Lion's Eye Watch. Lion Eyes Watch, so rum. Und ist hier was zum Identifizieren? Ja. Müssen wir leider immer selber identifizieren. Also ich habe jetzt nichts rausgefunden bisher, mit dem man identifizieren lassen kann. Okay. Nein. So. Und wir können hier bei ihr den Kram verkaufen.
Und sie gibt uns Dinge, das steht dann da oben, was sie uns dafür gibt. Was sie uns gibt, ist das gleiche, was die anderen uns auch für diese Gegenstände geben. Und wir kriegen hier zum Beispiel jetzt The Wisdom Scroll. Das waren eigentlich nur so Anteile davon. Chromatic Orb. Sowas hatte ich noch nicht. Take care. Man sieht, hier ist schon eine ganze Menge von diesem Gedöns drin. Das ist einfach, so. Nein. Ich gehe durch das Town Portal. So. Man kann halt hier, genau wie in allen anderen Spielen dieser Art, seine Taschen füllen bis zum geht nicht mehr. Belief is the strongest metal of them all. Okay, ja, wir haben ein Ding geschafft, sagt uns das. Oh, ein Orb. Okay, da unten liegt auch noch etwas, aber das lasse ich jetzt. Mit dem Portal kommt man wieder an den Anfang dieses Rätselbereichs. Das finde ich ganz nett, dass man dann raus ist. So. Genau. Was ich auch noch nicht erklärt hatte, was vielleicht ganz nett ist, wenn man das Spiel auch gar nicht kennt und sich da noch keine richtige Vorstellung von machen kann. Also man bekommt halt diese ganzen Gegenstände. Also das ist zum Beispiel ein Orb of Transmutation. Mit dem man dann halt seine Ausrüstung auch verbessern kann, ohne dass man neue Gegenstände braucht. Also man könnte zum Beispiel jetzt sagen, man möchte hier so ein Effes-Dingen, ne? Hier diesen Effen-Wand, den möchte ich halt hier mit diesem Orb magisch verzaubern. Könnte ja sein, dass er zum Beispiel besser wird als der hier. Oder auch hier diese Scare-Mask, die würde ich zwar nicht tragen wollen, aber ne, könnte man ja. Oder auch hier diese Padded Vest, die könnte ich ja vielleicht auch verbessern. Wobei ich glaube nicht, dass ich irgendwie ein Mana-Dingen da rauskriege. All diese grauen Gegenstände, wenn man die verkauft, da bekommt man Fragments von diesen Wisdom Scrolls. Eine so eine Scroll setzt sich aus 5 solchen Fragments zusammen. Und man muss wirklich 5 Gegenstände verkaufen, um eine Scroll zu kriegen, die man dann wieder braucht, um einen Gegenstand zu identifizieren. Also, das ist die einzige Währung. Also, diese ganzen Sachen sind, soweit ich weiß, die einzige Währung. Vielleicht gibt es auch noch andere Währungen, das weiß ich jetzt nicht. Bis so weit bin ich noch nicht vorgedrungen, muss ich gestehen. Ich habe es jetzt eigentlich erst wieder angefangen zu spielen. Too much clutter. Hatte durch diverse Sachen, also aus diversen Gründen, eigentlich gar keine Lust eine Zeit lang dazu. Also, ich hatte extreme Probleme. Das Ganze ist ja dauerhaft online. Also ich wüsste zumindest nicht, dass man es nicht dauerhaft online spielt. Und ich hatte anfänglich, vielleicht war es auch Startschwierigkeiten, keine Ahnung, aber ich hatte Wahnsinnsprobleme mit Verbindungen, mit der Verbindung. Ich hatte ständig, der verlor ständig die Verbindung zum Server und es lag nicht an meinem Internet. Also das war schon geklärt dabei. Es lag nicht an meinem Internet. Es lag am Spiel, es ist lange her, es ist wirklich mehrere Jahre her. Und mittlerweile läuft das auch, glaube ich, alles relativ stabil. Es gibt auch viel mehr Möglichkeiten, da sich einzuloggen. Ich musste mich immer über... also jetzt habe ich irgendwie ein Login-Ding in irgendwas mit Frankfurt. Keine Ahnung. Ich hatte früher dann immer, also ganz anfänglich, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt was für Europa gab. Und dann war natürlich das entsprechend schwierig, ne? Das kennt man aus anderen Spielen, wo es das auch schon gibt. Ja, ist ja gut, ich weiß. Ich muss wieder hier. Der nimmt so viel Platz weg. Ich nehme meistens nur Sachen mit, die ein bisschen kleiner sind, damit man das besser im Inventar stacken kann und unterbringen kann, denn das ist wirklich... Achso, da komme ich leider nicht hin. Jetzt wollte ich gerade meinem eigenen Zombie einen reinbrezeln. So. Oh, da ist wieder so ein... ja, ich habe hier so Herausforderungen im Augenblick. So Harbinger. Die, meine ganzen Runen leveln gerade hoch. Schön. Und das kann nicht hochleveln, weil ich nicht hoch genug bin. In der Stufe im Augenblick. Also es hängt auch immer an der eigenen Stufe so ein bisschen.
Ja, einfach mal hier reinbrezeln. Ich treffe den nicht. Ich treffe den nicht. Mach mal hier einfach ein bisschen so. Wo sind die denn alle her jetzt? Hat der Typ die gerufen? Ich glaube, der hat die gerufen. Geht. Too much clutter. Ein Skinning Knife, das ich leider überhaupt nicht benutzen kann, weil es irgendwie eine... Warum kriege ich sowas? Warum kriege ich sowas nicht mit... Ne? Warum kriege ich das nicht... Also echt. Lauter Kram, also lauter Gegenstände, die ich nicht brauchen kann. Also, ne, nicht jetzt die anderen Dinge. Diese Dinge kann ich natürlich gebrauchen. Ich das an meinen Ring? Was macht der denn? 22 Maximum Life und 9 Maximum Life. Der ist 27 Maximum Life plus 2 Life Gain. Ich meine, das ist ein so geiler Dagger, aber ich kann ihn nicht benutzen. Er nützt mir auch überhaupt gar nichts, weil ich mit dieser Art Waffe nicht kämpfe. Das finde ich so ärgerlich. Das finde ich wirklich voll ärgerlich, sowas. Achso, das kann ich nicht. Nehmen wir mal... Ist hier noch irgendwas? Das ist alles nicht... ich habe jetzt gedacht, hier ist vielleicht irgendwas... Nee. Ist alles zu große Gegenstände. Es passt alles nicht. Aber ich habe wieder so viel Kram. Ich würde das alles so gerne einmal verkaufen. Aber nicht Stunden, jetzt nicht irgendwie kilometerweit wieder zurücklaufen, was ich jetzt müsste gerade, um zu dem Punkt zu kommen. Ich könnte natürlich wieder einen Town Portal machen, ne? Das ist, ach, neue Scroll. Das wäre vielleicht auch eine Maßnahme, denn, ne? Ich lese ständig hier im Chat, dass irgendwelche Leute Probleme haben, was ich echt nicht verstehe, weil ich wirklich wenig Probleme habe. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch in den Anfangsbereichen bin, in denen vielleicht auch, also hier diese Bereiche, in denen sich nicht so viele Spieler dann gleichzeitig rumtreiben. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich habe auf jeden Fall nicht so... Latenzprobleme hier und die Frames sind bei mir auch kein Problem. Also die Leute jammern irgendwie heute die ganze Zeit über Frame-Einbrüche und Latenzprobleme. Habe ich beides nicht, also keine Ahnung. Und ich habe da eigentlich nichts runtergeschraubt, also von daher... Goodbye. Ja, sehr schön, was der da für eine Klamottage hat. Kann ich leider mir nicht gönnen. Ach ja, genau, hier. Scroll Fragments, da sieht man es ja. Ich habe nur 4 Stück. Ich packe die dann immer hier alle rein, die Sachen. Und wenn ich dann mal was brauche... Reforges the Color of Sockets. Oh, das ist schön. Das hatte ich bisher noch nicht fertig. Also ich hatte noch keinen. Weil manchmal ist es halt blöd, ne? Dann möchte man vielleicht zum Beispiel gar keine roten haben, weil man die roten sowieso nicht braucht. Ich könnte jetzt also zum Beispiel sagen, ich möchte hier, ja, ich möchte hier, na, guck mal, grün, man kriegt tatsächlich irgendwie EP dafür, habe ich jetzt gerade EP dafür bekommen, dass ich das ausprobiert habe, okay, ja, hier könnte ich jetzt zum Beispiel mal die, wow, die Qualität erhöhen, so, ich weiß gar nicht, macht es noch mehr? Nee, leider nicht. Es erhöht nur die Qualität der Rüstung. Okay, na gut. Ja, man kriegt immer genug von den Dingern. Also ich habe schon mehrere gekriegt. Hiermit könnte ich jetzt auch die Qualität der Waffe, ne, auf 8 erhöhen. Dann macht sie auch mehr Schaden. Ach, dann brauche ich das ja gar nicht. Ja, muss man auch mal ausprobieren. Der Typ hat ja eine nette, hat ja hier eine nette Rüstung und so, aber ich nehme mal fast an, der ist hier auf Cosmetics gegangen und
ist dann hier drauf gegangen und hat den Shop aufgerufen. Und das muss ich sagen, das ist das Einzige, was ich echt blöd finde. Also, ich glaube nicht, dass das eine normale Rüstung ist, die der, keine Ahnung, die ist garantiert irgendwie aus dem Shop. Oder vielleicht ist sie auch von irgendwelchen Dingen, ich weiß es nicht, von irgendwelchen, Special-Dinger, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kostet das Ganze immer so um die 200 Punkte. Und wenn man sieht, dass 200 Punkte 20 Dollar kosten. Ne, also man kann... Ach so, hier ist der ganze Kram. Vielleicht hat er hier irgendwas gekauft mal. Ich weiß ja nicht, das gilt ja dann vielleicht auch für den Account. Ich habe keine Ahnung. Ach so, hier extra Stash. Extra Character Slot. Aber das ist Stash, das ist nicht Inventory, okay? Ich nehme mal fast an, geht dann gar nicht. Oh Gott, man kann hier... Oh Gott, man kann Portaleffekte kaufen. Okay, das sind alles Dinge, die man nicht braucht, würde ich mal so sagen. Also das war das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, wenn man, dass man als kosmetischen Sachen zum Beispiel nicht sagen kann, ach, ich habe jetzt hier eine coole Rüstung gefunden, die ich aber eigentlich nicht tragen möchte, dann nehme ich die doch einfach als kosmetischen Ausrüstungsding, ne? Nee, geht nicht. Also, ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte die Rüstung in den Cosmetics anziehen, ne? Ich kann das nur mit wirklich Gegenständen aus dem Shop. Das finde ich ein bisschen ärgerlich. Hat für mich jetzt einfach die Konsequenz, dass ich keine kosmetischen Dinge da reinpacken werde, weil das finde ich blöd, möchte ich nicht. Also, ich gebe da kein Geld hierfür aus. Für kosmetische Sachen gebe ich sowieso eigentlich kein Geld aus. Außer es ist Guild Wars 2, da kann ich doch schon mal schwach werden. Da habe ich schon mal eine Zeit lang, habe ich mir gesagt, okay, du zahlst nicht monatlich. Anders als bei WoW, wo man da ja immer monatlich was noch abdrücken musste oder so. Nein, du zahlst halt das nicht. Dann kaufe ich mir doch einfach mal oder gönne ich mir doch einfach mal Punkte. So. Ne? Das ist das... Hallo? Warum? Ich wollte das tauschen. Und so. Ja, nee, okay. Aber ansonsten finde ich es halt blöd für ein Spiel, was eigentlich kostenlos ist und was auch kostenlos spielbar ist. Ohne weiteres noch Geld extra zu lassen. Ne? Nein. Also ich zahle wirklich nur irgendwo zusätzlich was, wenn wenn es halt nicht anders geht. So, jetzt müssen wir, glaube ich, mal einen anderen Weg gehen. Kann ich hier runter nicht? Doch, 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 doch. Genau. Hier muss ich noch runter. Und hier muss ich noch lang. Da oben, da ist ja noch ganz viel. Da ist ja noch ein Nekromant, den hatte ich übersehen. So. Ja, also an sich macht Path of Exile wirklich Spaß, wenn man solche Art Spiele mag. Also, ne? Ich denke mal, hier kann man sogar das, wenn man so ein Skill-Fetisch hat, kann man ja hier zum Beispiel auch noch Stunden mit dem passiven Skill-Tree verbringen. Also ich kann mir vorstellen, dass es da Leute gibt, die das wirklich wissenschaftlich betreiben, weil, ne? Das kann man auch sicherlich. Mir ist das zu kompliziert. Ich mache das so, ich suche mir so ein paar Dinge raus, die zu meinem Charakter passen und die so in der direkten Nähe und erreichbar sind. Und ja, wenn das dann halt nicht erreichbar ist, dann muss ich mir eben was überlegen. Ne? Dann muss ich halt gucken, wie ich da irgendwie mit den Skills hinkomme. Ja, ja, too much clutter. Aber das ist jetzt, finde ich, hier nicht nötig. Man kann es auch einfach mal so spielen, wie ich das mache. Ich spiele es ja auch eher, ja, es ist, ich bin ja eher Gelegenheitsspieler, was das angeht. Ich habe zu viele Spiele, die mich interessieren und so ein stumpfes Grinding-Spiel, das kann ich auch nicht. Also ich, ja, klar, man konnte Diablo stundenlang am Stück suchten und auch tagelang am Stück suchten und das habe ich damals, als es Diablo 2 war, auch tatsächlich gemacht, aber Diablo 3 habe ich die Erweiterung gekauft, als sie rauskam und es tatsächlich jetzt erst kürzlich abgeschlossen. Das ist einfach
Da hatte ich den Drang überhaupt nicht zu. Oh, kommen noch mehr Kumpels. Machen wir doch mal ein paar mehr Schädel. 20 kann ich, glaube ich, berufen. Hier kaputt machen. Oh, meine. Da ist aber noch irgendwas anderes. Ach, so ein blöder Diabolist. Oder auch Nekromant. Ich muss mal langsam leveln, damit meine. Ist das wieder hier so ein Typ mit koptischer Schrift über seinem Kopf? Dann sind das, glaube ich, diese komischen Harbinger. Wo war der denn? Ist der weggelaufen? Was hat der denn hier gerade gerufen? Völliges Chaos. Da, genau, hier ist noch einer. Jo. Ich würde sagen, hab ich geschafft, ne? Too much clutter. Ja, too much clutter. Ich könnte wieder was mitnehmen. Ich könnte nochmal einen Town Portal machen. Ey, es ist echt ein bisschen viel. Aber ich kann das nicht liegen lassen, ne? Das kann ich echt nicht liegen lassen, das Zeug. Das ist so viel. Das würde mich so ärgern, das stehen zu lassen. Wo kommen die denn her? Irgendwo da eingesperrt. Ach nee, da, der ist in die Ecke gelatscht. Ja, es ist eindeutig zu viel und ich möchte das nicht liegen lassen. Darum, ich guck mal, was ich vielleicht. Ja, was kann man auch wirklich nicht. Boah, das nimmt so viel Platz weg. Ist hier irgendwas nicht identifiziertes bei? Nö. Das ist schön, aber ich habe ja auch genug Town Portals. So. Also, ich spiele das so. Andere Leute spielen das sicherlich anders. Die nehmen wahrscheinlich keine grauen Items mit oder so. Was ich aber hier halt wirklich nicht empfehlen kann, denn sonst kommt man nicht an diese Wisdom Scrolls. Von daher, ne, sollte man das schon mitnehmen. While we live, we are blessed. Das ist halt viel Grinden. Wer da keinen Spaß dran hat, braucht das auch echt nicht machen. Es ist vor allen Dingen, sag ich mal, bei mir mehr oder weniger wildes Button-Mashing. ich bin da halt nicht so ehrgeizig drin. Also ich spiele sowas ja auch nicht. Also sowas würde ich auch nie PvP machen oder so. Da bin ich ja viel zu schlecht drin. Da ist meine Reaktion viel zu langsam. Also auch früher war meine Reaktion da schon viel zu langsam. Mittlerweile ist sie wahrscheinlich aus Altersgründen zu langsam. Das geht ja, sobald man die 30 überschritten hat, geht sowas rapide abwärts. Und die 30 habe ich schon länger überschritten, von daher. Ja. Oh, hier sind Leuchteskelette. Sehr schön. Ach, das ist wirklich, das macht wirklich Spaß. Diese Mast von Gegnern einfach wegzublatzen. Ja! Yeah. Level. New Help Page unlocked. Aha. Ich habe die Help Pages irgendwie noch nie gebraucht. So, was wollte ich denn jetzt? Tada. Das ist schön, weil jetzt kann ich wirklich dann auch mal Runen benutzen, die mir vorher verschlossen geblieben sind. Ne, mit 34 Stärke und 34 Dex. Außerdem ist natürlich jetzt auch meine Lebensenergie höher. Und meine Ausweichmöglichkeit ist auch besser und was weiß ich nicht alles. Ne? So der ganze Kram. Too much clutter. Immer noch? Schon wieder? Ich hatte aber doch Platz gemacht. Aber die Axt ist, glaube ich, eine Zweihand-Axt, ne? Ja, die ist eine Zweihand-Axt. Nee, die lassen wir mal weg. Die nimmt zu viel Platz weg. Diese ganz großen Sachen sind geben ja auch nicht mehr. Muss ich mal wegtun. Also so ein einzelnes geht, aber sobald die mehrere Felder überschreiten, nehme ich die eigentlich ungern mit. So. Ja. Und, ja. Ich glaube, ich musste irgendwo anders hin. Ich erinnere mich da jetzt gerade ganz so eben dran, weil ich das ja... Das wollte ich nicht mitnehmen, oder?
Nö. Die großen Dinger will ich eigentlich ungern mitnehmen. Das wiederum nehme ich gerne mit. Vor allem nehme ich eine Portal Scroll gerne mit. Das war jetzt gerade irgendwie blöd. Ich wollte keinen Schädel. Ah, ja, okay. Den Schädel kann man jetzt hier unten einsetzen. Die Chainbelt nehmen wir auch mit. Mittlerweile ist mein Mana auch hoch genug, dass ich hier mal so ein bisschen rumschießen kann. Das war so in den Anfangs... So ganz am Anfang war es halt wirklich schlecht. Also das ist wie in jedem Spiel, bei dem man gerade anfängt, wo ja, die Möglichkeiten doch etwas eingeschränkt sind, weil man die Zauber nicht wirklich mehr als ein, zweimal hintereinander nutzen kann oder so. Das war auch der Grund, weshalb ich mir gedacht habe, für angezockt mache ich vielleicht nicht mal so die erste anfangshalbe Stunde, weil die doch wirklich anstrengend ist. Da bin ich so oft zurück in die Stadt gelatscht, mit vollen Taschen quer durch die ganze Karte, weil ich keine Portal Scroll hatte. Und nee, also das wollte ich dann nicht zeigen. Ich denke mir mal, es macht Sinn, was zu zeigen, was... Ah ja, kann ich jetzt auch leveln, genau. Was vielleicht schon mal ein bisschen im Spiel drin ist, es ist aber nicht wahnsinnig viel. Also man ist schnell auf dem Level. Das waren jetzt vielleicht 3 Stunden. Was nicht viel ist, letztlich. Und, schön. Wenn man das mal so einen Tag durchgespielt hat, ist man bestimmt irgendwas Level 30 oder so, würde ich sagen. Also ich meine jetzt nicht 24 Stunden, ne? Ich meinte jetzt so, wenn man mal so einen Tag spielen, also wenn man mal einfach so sich ein paar Stunden am Tag, man nimmt sich 6-7 Stunden und spielt mal wirklich durch, macht das, was man mit anderen Spielen sonst auch macht, einfach durchzocken und da ist ein... Ich sehe ihn. Ich komme nur nicht ran, weil die Skelette im Weg sind. Ich hätte gerne den Nekromanten. Das ist aber jetzt ungut. Ich muss mal ein paar Schädel beschwören. Und mal ein paar Zombies, die sich drum kümmern. Und dann kann ich auch hier zu dem vordringen. Ist ja echt blöd. So. Hat jetzt nichts groß gedroppt, aber hat natürlich EP gegeben. Was ist das? Man kann nichts damit tun. Das finde ich schade. Das sah interessant aus. Manchmal stört mich das so, wenn man irgendwelche Sachen irgendwie sieht. Man kann sie nicht angrabbeln. Ich will ja immer alles angrabbeln und gucken, was passiert. Ah. Ja, das ist halt... Ja... Also den Chat ignoriere ich meistens. Manchmal stehen da Sachen drin, die vielleicht wichtig sind, aber die meiste Zeit schreiben die Leute in einem mir unverständlichen Gebrabbel da rein. Also, ne? Irgendein Slang, den ich nicht beherrsche. Es ist alles, ist ja, der Chat ist ja komplett auf Englisch und die Leute kommen aber von was weiß ich wo überall her und schreiben teilweise in ganz merkwürdigen Mixturen aus Englisch und ihrer Muttersprache. Ja, könnt ihr euch vorstellen, ist manchmal ein bisschen anstrengend, deswegen ignoriere ich das weitestgehend. Oh, schön. Ja, Level. Coole Level. Level bald auch bald wieder. Naja, nicht bald, aber ich meine, man sieht das ja, ne? Wie die EP hier hochgehen. Also. Ja, so ein ganz klein bisschen war das jetzt übertrieben. Oh, was ist das? Too much clutter. Den Orb kann ich nicht mitnehmen? Tatsächlich nicht. Ich habe keinen Platz für den Orb. Das geht gar nicht. Den lasse ich nicht liegen. Was ist das hier? Improves the quality of a flask. Oh, das finde ich super. Machen wir doch mal mit einer Mana Flask. Superior Large Mana Flask.
Stuhl. Ja, den kann ich mitnehmen. Okay. Hier ist nichts. Ja, das ist auch riesig hier, ne? Also dieses Gefängnis ist einfach gigantisch. So, hier ist noch eine Chest. Ich glaube, ich mache nochmal einen Hüpfer in die Stadt. Ich habe hier nur Zeug, was im Endeffekt nichts wert ist, sag ich mal. Aber ne, es lohnt sich halt einfach, weil man diese Wisdom Scrolls und diese anderen Sachen ja dann bekommt irgendwann. Beziehungsweise man braucht ja nun mal einfach die Wisdom Scrolls, um sich Zeug zu kaufen. So, die kann ich verkaufen. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass der Stash nicht charakterübergreifend ist wie bei Diablo. Das fand ich ganz nett, dass ich mir halt Sachen in den Stash schmeißen kann. Und die dann auf anderen also für andere Charaktere zur Verfügung stehen. Ne? Das finde ich da eigentlich ganz gut. Das ist hier nicht möglich. Aber gut, es ist halt so Details. Ne? Also man kann nicht alles haben. Dafür ist das Spiel kostenlos. Außer man benutzt den Echtgeld-Shop, was man ja echt tun muss. Das sind alles nur Shards und das sind Dinger, die man... Ach nee, ist auch ein Shard, okay. Ja, wir haben hier echt super viel. Und ich meine, ich frage mich ja, was man hier alles reinballert, ne? Aber eventuell muss man auch kosmetische Sachen da reinhauen, das weiß ich nicht. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ob es hier... Das haben wir nämlich noch nicht gemacht, Purchasen. Oh, Greater Mana Flask. Und die kostet halt 3 Scrolls of Wisdom. Ne? Also man sieht, das ist jetzt... So viel ist das nicht. Gut, ich habe jetzt die eine hier verbraten. Aber ich könnte mir so eine Superior noch kaufen. Nee, Quatsch, so eine Greater noch kaufen. Weil ich ja sagen muss, ich habe noch gar nicht so viel gebraucht davon. Ne? Also so eine, oder vielleicht einfach stattdessen 2 Greater Life Flasks. Dann habe ich das schon. Kann man die umsetzen? Ja, kann man. Also die sind leer hier und sobald man hier die reinsetzt und in der Stadt ist, werden die automatisch gefüllt. So, und wir hatten ja, ich hatte ja gesagt, es gibt Runen, die ich nicht benutzen kann, weil mir die Stärke oder die Decks fehlten. Und das waren die roten. Die konnte ich alle nicht benutzen. Das sind allerdings alles Totems hier in dem Fall. Melee Splash Support. Ich mache kein Melee. Ich überlege ja so ein Totem, ne? Kostet eben halt auch Wisdom Scrolls. Also so ein Totem kann man natürlich super hinstellen. Ich könnte mir das... Ich habe jetzt noch 2 Slots frei. Ne? Jetzt könnte ich mir natürlich überlegen, was, was mache ich hier? Arcane Search Support. Das habe ich, glaube ich, schon irgendwo drin, oder? Ja. Was? Support any skill that hits any increased duration of elemental ailments. Ich würde voll gern mal das Totem versuchen. Ich habe einen roten Platz. 2 rote Plätze sogar. Ich könnte sogar einmal ein Totem und dann einmal den Totem Support machen. Und zwar würde ich tatsächlich das Flame Totem kaufen. Denke ich. Und den Totem Support. So. Okay, dann gucken wir mal. Ich bin mal aufgeregt und gespannt. So, das ist ja Support. Das ist dann, das nimmt dann zwar einen roten Platz weg, aber ja, macht keinen, nimmt unten keinen Fähigkeiten-Slot weg. Also Totems finde ich spannend. Muss ich sagen, finde ich spannend. Das ist so eine große, das will ich nicht. Der ist auch so groß. Also ich werde jetzt das mal ein bisschen so machen, dass ich immer nur Gegenstände nehme, die einmal 4 und einmal 6 Plätze brauchen. Oder halt
liege ja hier nur 3. Ach, ich habe vergessen, das zu verkaufen. Ich blöde Nudel. Ja, machen wir das mal so. Okay. So. Ich bin mal gespannt. Ich bin ja noch im ersten Akt, ne? Also ich bin ja noch nicht wirklich richtig weit. Ich habe gar keine Ahnung, wie es später noch wird. Da freue ich mich eigentlich auch jetzt schon langsam drauf. Nachdem ich das jetzt einmal wieder ein bisschen mehr gespielt habe, habe ich es auch wieder besser durchschaut. Das war, als ich das damals angefangen hatte, habe ich schon gedacht, so okay, ja, man muss sich ein bisschen mit dem System auseinandersetzen, was wie zusammenspielt. Und das fand ich dann anfänglich gar nicht so leicht. Vor allen Dingen, weil das Ganze ja auch auf Englisch ist. Ich meine, da kann das Englisch noch so gut sein. Ich merke das immer wieder, wenn ein Spiel sehr komplexe Skillsysteme zum Beispiel hat oder sehr verzwickte Fähigkeiten, Bäume oder irgendwas hat, dann spiele ich das tatsächlich lieber auf Deutsch. Ich habe gern den Text auf Englisch. Ich habe gern Dialoge auf Englisch, wenn es ein dialoglastiges Spiel ist. Oder überhaupt ein storylastiges Spiel ist. Ach ja, hier müssen wir hin. Genau. Ja, das werde ich jetzt mal gucken. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ignorance brought you here, sister. To the one place where your talents are free to grow and be truly free. Ich weiß gar nicht mal, ob hier wirklich niemand drin war. Also hier ist... Hier sind alle tot. Genau, und hier war... Ich weiß jetzt nicht, wer da gerade gesprochen hat. Also, Still the Karui barbarians advance upon us. Lina is dead. His legion slaughtered along with every eternal man, woman and child from Lina's watch to the foot of our axiom. Should the need arise, we shall retreat through prison's gate, raising my barricade behind us. Yet our salvation is at hand. Foul times demand heroic deeds, and through my arts, our Lord Brutus will arise anew to defend us. May the dry sands quench their thirst with Karui blood when our mighty warden delivers his judgment upon them. Okay, das ist diese Hexe, die, also, dieser Brutus hatte eine Hexe gebeten, ihn irgendwie zu verändern, damit er unsterblich wird und weiß ich nicht was. Und, hier ist eine Spur aus Blut, der wir folgen müssen, glaube ich. Und das ist offenbar diese Hexe, die das, oder das Tagebuch dieser Hexe. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, wie ich den Kampf mit ihr schaffe. Also der war mit dem Shadow ging er. Das Problem war, dass er einen so ranzog und dann diesen Stachelkram machte. Und ich glaube, ich kann keine... Genau, ich kann keine... Im Augenblick noch keine Zombies beschwören. Ich hoffe, ich kann die gleich irgendwie... Das ist gar nicht so einfach. Nee, ich kann keine Zombies beschwören. Offenbar nicht. Wow. Oh Gott. Ich könnte mal so ein Totem setzen, ne? Geht das? So geht das. Ich muss den auch mal treffen wieder, ne? Okay. Ja, jetzt bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Stirb nicht! Stirb nicht! Oh, Schande. Hatte ihn. Too much clutter. Ja, also das hat sie gerade gesagt, ne? Dieses, wärst du meine Kreation gewesen, wärst du nicht so einfach gestorben.
alles grau. Das heißt, da machen wir mal gerade eben Ausnahmen, ne? Alle blauen Sachen. Ich nehme jetzt erstmal alle blauen Sachen mit und nehme, lass mal alle grauen hier liegen. ja, ist ein bisschen kompliziert gerade. So, blau. Warte mal, das machen wir eben so. Too much clutter. Okay. Ja, dann muss ich hier schon umbasteln. Gucken. Was ist das, was noch liegt? Ein Langschwert. Hat. Warum hat das Langschwert denn nicht Manometer? Jetzt. So, habe ich jetzt noch irgendwas? Ich habe jetzt tatsächlich gar nichts, was hier unten reinpassen könnte. Super. Machen wir mal die Portal Scroll. So, dann haben wir das tatsächlich geschafft in dem angezockt. Ich hatte gehofft, dass das hinhaut. Ah ja, Nessa. For some, death is welcomed with open arms. Did you end Brutus's suffering out of avarice or mercy? Only you know the answer to that one. Ja, das ist wohl wahr. Ach, das ist alles alles unidentifizierter Kram, den ich jetzt einmal komplett identifizieren muss, bevor ich ihn verkaufen kann. Also ihr seht, man ist schnell mit den Scrolls durch, ne? Wir hatten eben 23, dann habe ich ein paar Sachen gekauft. Ja, und jetzt, ne? Also, sell. Und wir kriegen dafür halt einen kompletten Orb of Alteration, was schon ziemlich klasse ist. God hasn't abandoned us. Nur, jetzt muss ich halt wieder zurück und den ganzen Rest wiederholen, den ich da habe liegen lassen. Und ja, das ist halt. Deswegen hätte ich mir das tatsächlich gewünscht, dass es... nee, eigentlich wollte ich den nicht, den Bogen. Das etwa tatsächlich alles? Es passt alles. So gerade eben, aber es passt. Okay. Ja. ziemlich voll wieder. Also ein Ding könnte ich noch, aber ich glaube, ansonsten war hier nichts. Nee. Ansonsten war hier nichts. Jetzt muss man halt auch wieder komplett zurücklaufen. Ich könnte natürlich eine Town Scroll vergeuden. Man kann hier durchlaufen, aber soweit ich weiß, war hier nichts. Also ich bin hier durchgelaufen einmal, aber hier war eigentlich nichts. Außer leeren Räumen war hier, glaube ich, nichts. Obwohl hier, warte mal. Nee, hier ist nichts. Also hier sind nur leere Räume. Ich habe auch keine Dinge gefunden, die man irgendwie, keine Lore-Sachen oder so, mit denen man... mit denen man irgendwas hätte tun können. Ich glaube, nicht mal in einem der Barrel. Na gut, hier haben wir jetzt einen Ring gefunden. Okay, ich sag nichts. Ja, man könnte natürlich alle Barrels zerstören, ne? Gut, Wisdom. Lohnt sich das ja wenigstens. Für die ganzen, die wir verbraten haben. Okay, ich sag gar nichts mehr. Ist ja cool. Too much clutter. Wir könnten, glaube ich, nee, wir können jetzt nichts mehr. Jetzt ist wirklich voll. Wir könnten den Bogen hier lassen und dafür stattdessen das und... Nee, Chestplate passt nicht. Mist. Wir könnten halt zwei Kleidegegenstände statt eines großen, dann kriegen wir auch mehr Scraps für die Scroll, deswegen. Ach so, hier sind wir. Ja, ich verlaufe mich hier völlig. Ähm,
Ich laufe jetzt noch einmal bis zum Ende hier und dann beende ich mal das angezockt. Also, vielleicht hat es euch ja oder interessiert es euch ja jetzt, Path of Exile zu spielen. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, das sich lohnt, aber man muss da, glaube ich, auch wirklich die Zeit rein investieren, sich zumindest anfangs einmal mit dem ganzen Kram auseinanderzusetzen. Das habe ich ja auch gemerkt, jetzt nachdem ich länger nicht gespielt hatte, also wirklich lange nicht gespielt hatte, Jahre nicht mehr gespielt hatte, musste ich mich erst wieder einarbeiten. Aber ich denke, das lohnt sich durchaus bei dem Spiel. Wenn man dann eben... Jetzt habe ich mich verlaufen. Wenn man dann über den Echtgeld-Shop hinwegsehen kann, der, wie ich finde, an einigen Stellen ein bisschen nervig ist. Also, dass manchmal diese Chat-Meldungen kommen, da kann man, glaube ich, drüber weggehen. Ich habe mich komplett verlaufen. Ich suche den Weg raus. Ist das der oder ist das der? Ich glaube, das ist der. Es ist, ja, die Wegfindung und ich, ja, ja. Hatten wir ja in Nerim auch, ne? Da verlaufe ich mich ja auch manchmal. Und dann mopper ich auf die NSCs, die mich begleiten und immer im Weg stehen. Jetzt habe ich mich echt verlaufen. Und es sind tatsächlich noch Monster da, ich glaube es nicht. Ah, könnte ich mir wenigstens neue Zombies holen. Fand ich jetzt ein bisschen blöd. Das hat nicht geklappt, als ich den bei dem Boss. Da hat das nicht geklappt mit den Zombies. Ja, keine Ahnung, warum nicht. Ist wahrscheinlich vom Spiel nicht vorgesehen, dass man sich da Hilfe holt im Kampf gegen den Boss. Ich hoffe nicht, dass das bei späteren Bossen da auch so ist. Das wäre echt blöd mit dem Charakter, weil die kann ja jetzt nicht so viel einstecken. Ich weiß, man kann sie sicherlich auch darauf. Nee, da wollte ich nicht hin. Das war genau die falsche Ecke. Okay, ich muss zu dem anderen Punkt. Das machen wir jetzt nicht mehr hier. Das mache ich hier. Das mute ich euch jetzt nicht mehr zu. Das Video ist jetzt schon fast eine Stunde lang. Und es ist es eigentlich nur, weil ich mich ein paar Mal verlaufen habe, glaube ich. Ja. Nur deswegen. Und ja, das muss nicht sein. Okay, also, ich sag einfach mal, testet es aus. Path of Exile ist kostenlos. Der Download ging eigentlich bei mir auch relativ schnell. Also, ich weiß gar nicht, wie groß es ist, aber es ist unter 10 GB auf jeden Fall. Was bei Spielen heutzutage geradezu bemerkenswert ist. Wie ich jetzt feststellen musste, als ich... für Fallout irgendwie so ein Grafik, Fallout 4 irgend so ein Grafikding runtergeladen habe und das waren dann mal schlappe 50 GB. Deswegen finde ich es ganz erfreulich, dass man bei Path of Exile, ich meine 7 oder 8 GB nur runterladen muss. Und wenn es einem dann nicht gefällt, kann man es ja gleich wieder runterlöschen. Also man kann es ja antesten, aber man sollte dem Ganzen schon mehr als eine halbe Stunde Anspielzeit geben. Man muss sich da wirklich reinfuchsen. Man muss das System, wenn man das System einmal verstanden hat, ist es einfacher. Und dann macht es halt auch wirklich Spaß. Also, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn es jetzt wirklich ein langes Angezockt war mal wieder. Aber die mache ich ja immer was länger, die Videos. Und falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Falls nein, schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Angezockt wieder mit dabei seid. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.